Wieder richtig hart mit mir ins Gericht. Ja. Zeig mir schon. Kriegst ein Bier. Ja, das ist in Ordnung. Ja, siehst du, und schon ist ihm der Hans ab. Aber dann sieht sich doch mein anderer. Ah, da sind sie. Okay. Es Draw Series in Stadt. Jo. So fällt ich danach aus. Boah, das ist so bitter. Es sind 5 Fahrzeuge in der GT2 gemeldet, ne? Davon ist ein Ferrari, der Rest Maserati. Kotz. Soll ich den Link nochmal reinschicken, oder habt ihr? Ach so, ja, mach mal bitte. Wo soll ich denn? In Stream Links oder in Live, oder? Hau mal in Live rein. Okay. Kann man wieder löschen. Ja. Irgendwo hat... Ach nee, hier brauchst du, ich hab deinen Link. Hast du Twitch auch? Nee, YouTube hat er. Hab ich auch, theoretisch, ja. Also jetzt nicht eingerichtet, aber fürs nächste Mal könnte ich das auch machen, ja. Gut. Nee, mir geht's ja nur drum um den Namen. Hallo Dennis. Ach so. Den Link. Hallo Dennis. Hab ich Hallo. Nicht auf die Schnelle. Hallo. Kann ich die Tage sagen. Oder schicken. Okay. Ja, macht jeder keinen Schuh. Gut. Wo ist der drunter in live, ne? Ja. Ja. Schöne Beweber. Erstmal YouTube. Jupp. Und Twitch. Machen wir erstmal raus. Guck ich mal, ob ich jetzt so hinkrieg. Nee. Oh. Dennis, fährst du heute oder was? Nee, heute fahre ich nicht. Ich wollte heute auf gemütlich fahren. Ja, das ist gut, war nur eine Frage. Ich hab mal ein bisschen Bock auf Race Room gehabt heute. Ja, alles gut. Ich war heute schon auf Laguna Seca. Ah, und? 22.9. Oh. Ja. Oh. Oh. Ja, so, aber nicht dauerhaft, ne? Geil. Ich mal einen rausgehauen, ja. Oh, mein lieber Scholli. Ach, übrigens, ne? Mhm. Für die nächste Endurance-Serie, ne? Da würfeln wir aber Autos, ne? Also. Ja, das ist. Ich glaub, das kann doch nicht wahr sein, ey. Das ist doch nicht wahr, ey, ehrlich. Hey, irgendwie verfolgt uns die Scheiße, ne? Hey, Katastrophe. Ja, gucken wir mal, wie das läuft. Sei ja beim ersten Mal LFM, wo wir die hier BOP gesehen haben, ja auch katastrophal aus. War es gar nicht so schlimm. Ja, schon, aber irgendwie, keine Ahnung, ey.
ganz schön bitter immer, ey. Ja. Er guckt so alle minus, 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 minus. Ey, warte mal, wo sind wir denn? Ach, plus 11. Och, gleich zweistellig. Ja, nehmen wir. Ja. Aber ganz ohne Scheiß, ne? Dem Audi tut es echt gut, dass die BOP nicht da ist. Das merkst du sofort auf Laguna. Ja, ne? Der läuft viel, viel besser. Das will ich nicht fahren. So, jetzt probier ich's nochmal. So, auf jeden Fall gleich nochmal deine Reifendrücke anpassen, Luca. Och, macht er nicht. Auch mal schauen, was gleich für eine Temperatur ist. Ich hatte jetzt auf den Practice-Servern von 10 Grad bis 20 alles. Ach so. Ich brauche schon Freitag. So genau, Christian, ich, jetzt weiß ich, was ich dir nochmal fragen wollte. Und zwar bei SimHub, ne? Ja. Kann man da das Dashboard, wenn das Nacht wird, auch andersfarbig laufen lassen? Ja. Oder was finde ich das? Ja, muss jetzt nicht. Können wir auch morgen mal in Ruhe. Bist jetzt ja gerade dabei, Discord dabei. Warte, Dark Mode kannst du machen. Und zwar Dark Mode. Hast du irgendwo Dark Mode? Wo bist du? In der Settings Field da. In dem Settings. In dem Dash Studio oder wo? Ne, in den. Was ist das nochmal? Java Extensions oder wie das heißt? Diese Settings fiel dich ja immer dazu dick. Ich meine Java Extensions ist da bei SimHop im Ordner und dann Java Extension. Ganz woanders. Da schon mal das Twitch-Zeichen, ja? Ja, ich muss das als Text kopieren. Sonst habe ich das nicht, ich löschen. Sonst habe ich die nicht richtig drin. Bist du in der Settings dabei? Nee, warte, ich such die gerade. Eigentlich sehe ich gerade Fuji. Muss auf den Sim-Ordner gehen. Ja. In Programme 86 oder 64 oder wie heißt der? 86, glaube ich, ne? Und dann auf SimHub.
Dann oben Java Extensions. Ja, alle. Und da hast du diese Settings. Ach da, Dashboard Settings. Genau. Wenn du da, hast du da schon die neue drin, die ich mitgeschickt hatte, oder noch die alte? Ich glaube, das müsste die alte sein. Dann musst du die neue nehmen, in der alten ist das nicht drin. Weil wir hatten ja geguckt, ob das hier funktioniert oder nicht. Genau. So, ja, jetzt gucke ich nochmal, ob das funktioniert jetzt hier. Guck mal, jetzt oben. Jawohl, Maschine. Oder? Das sieht geil aus. So, jetzt muss ich erstmal Dichter suchen. Brauche ich die Settings runterladen. Das gefällt dem Dennis auch. Habe ich schon gesehen. Sieht gut aus. Da muss ich ja auch mal bald wieder den Kanal füttern, ey. Mhm. Außer beim Luca, also da ist noch nichts drin bei Twitch. Da hat noch kein Twitch. Wollte er mir noch sagen. Aber wenn ich jetzt da drauf gehe, kann ich direkt dem Luca zugucken. Nicht schlecht. Der Christian, ey. Er hat heute alles umgebaut, habe ich gesehen. Was ist da los? Ja. Sorry. Nee, nicht sorry. Alles gut, voll geil. Boah, die anderen wollen sich da löschen. So. Du sagst jetzt, in der 9 ist es drin. Genau. Ich kann dir ansonsten mal eben den Link schicken. Night Mode 1 da. Was? Achso. Wo sich denn hier in der Datei denn... Und wo kann ich die Farben denn ändern? In der Datei. In der Settings-Datei. So, siehst du gerade das Dashboard vor dir mit der Farbe auf der Seite? Ja. Wenn du dann oben Enable it in Settings viel darüber direkt über dem N da drauf klickst. Dark Mode ist die 0. Er ist sogar an. Wann geht das Ding in Dark Mode? In-game? Also ja, wenn du fertig dann hast. Ach, da sind die Farben. Red. Meine lieben Freunde. Jerome. Oh, Dennis. Voll. Na? Alles gut? Klar. Drück ich da denn auf die Zahlen von der Tastatur oder wie ist es jetzt? Nein, du musst in der Settings-Datei umstellen. Die Zahlen. Also jetzt stehe ich hier echt vor physischen Wäldern. Die Ochse vom Berg. Ach, da oben, ja, jetzt musst du oben die Zahl ändern. Genau.
2. Und dann machen. Ja, jetzt habe ich verstanden. Ich kam und. Ich habe es gerade nicht verstanden, was das Programm von mir wollte, deswegen. Dennis, ich bin nicht voll am Start. Mein T-Shirt ist da. Cool. Steht mir richtig gut. Ich glaube, ich brauche nichts anderes mehr. Nee, steht mir gut. Ist quasi perfekt auf meine Größe abgestimmt. Ja, dann geht das jetzt richtig aufwärts hier. Als hätte man mich vermessen. Wahnsinn. Ja, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Nee, hat mich heute sehr gefreut, dass ich heute in der Post war. Ich gerade doppelt, ich mach mal den Ton vom Stream aus von hier. Luca. Wir sollen auch Luca jetzt mal nicht so dicht labern, weil der ist gerade fleißig am Qualifying. Ich bin schon ruhig. Ich glaube, sonst hätte Luca schon geschimpft. Ich kann auch dafür sorgen, dass er gar nicht mehr hört. Ja, stimmt, genau. Blüpp, aus. Alternativ kann er auch 2 Minuten im Streamer zuhören, dann hört er gar nicht mehr. Okay, also wenn ich Fernlicht anmache, geht das nicht. Hä? Florian Amrain hat mir geschrieben. Es wird nur dunkler, das Dashboard. Was ist denn da los? Warte, ich guck gleich mal bei dir drauf. Bin nur gerade hier. Nee, alles gut. Am Modellieren. Ich hab da glaube ich Scheiße gebaut, warte. Weil jetzt nicht mehr das drin ist, was. Du musst auch YouTube hier einmal neu starten dann, ne? Ja. Das ist, glaube ich, auch gerade das Problem gewesen. Weil nämlich hier auch mal mein. Hier. Denk's nicht, aber hier. Der Namensschrift so. Hä? Der ist jetzt gar nicht mit da. Jetzt gar nicht. Achso, ja, der. Du musst das ja wieder eintragen. In die Datei. Oben bei Name und so. Oh, Dennis hat Race Room. Muss ich auch mal wieder machen. Ist doch alles drin. Petra. Das schaut wieder aus. Jetzt geht's. Richtig schön. Ciao.
gibt schon wieder eine neue Vision, ne? Sim Hub. 9.1.29. Na, die habe ich auch drauf. Das ist wahrscheinlich, was ich da nehme. Kannst du mal kurz Bildschirmübertragung machen, Lars? Und mir mal deine Settings-Datei mal zeigen, bitte. Ich hab dir vor. Sehen wir sie mal. Hallo? Das funktioniert gar nicht. Ja, du hast die. Die kann nicht funktionieren. Okay. Warte mal, ich schick dir mal eben eine. Also kann ich die löschen. Mhm. Okay. Musst mir nur mal eben dein. Deine FM-Nummer sagen. Ach ja, warte. Nicht diese Patreon-Nummer war es nicht, sondern die andere Nummer. Und auf deinen Account bist, dann steht hier oben im Browser. Die 1951. Wie viel 19? 1951. Erster Try ist vorbei. 44-0. Pole. Mal schauen, schön, ob da jetzt noch was kommt. Stark! Maschine! Nochmal eben zum Vergleich, 1951, ja? Ja. Okay. Und dann willst du, welche Farbe willst du haben? Dann stelle ich dir jetzt direkt ein. Blau. Immer blau. Blau ist schön. Rot ist. Ach so, Night Mode. Ja. Das ist ultra angenehm, finde ich. Funktioniert das gerade bei mir? Oder sind das nur die Ränder gewesen, die blau werden dann? Ne, das ist komplett blau. Schöne Rot passt zum Nachtmodus irgendwie gar nicht. Aber blau passt da voll gut rein. Wie auch so. Du willst blau, ja? Wäre nice. Ja, das. Wird noch rausnehmen hier. Ist ja das GAR-Logo, ne? Dark-Mod ist auf Blue. Das passt alles. Speichern.
so wie die Datei ist, da rein in den Ordner. Muss ich jetzt wieder ändern? Drin. Nochmal neu starten. Danke dir. Du? Ah, cool, danke. Sollte jetzt alles passen, ne? Ja. Jo. Sieht gut aus. Sehr schön, vielen Dank. Schade. Ja. So sieht's doch geordnet aus. Wunderbar. Aber Dennis, weißt du, was mir aufgefallen ist hier bei Le Mans Ultimate? Hm. Da fehlt ein BMW. Welcher? Der Hyper. Nee, fehlt oder nicht. Fehlt nicht? Fährt er da nee. Nicht? Nee, ist Le Mans Ultimate ist von letzter Saison, nicht von dieser Saison. Oh, verdammt! Okay. Also könnten wir noch Glück haben. Und die fahren ja erst seit dieser Saison in der BEC mit. Ja, stimmt. Aber ja, ist jetzt. Gucken wir mal. Abwarten, was uns da am 20. erwartet. Oh, hohe Sprintkappe ist es auch. Fährt der Fabio heute gar nicht? Nee, nicht. Nö, ist klar.
Okay, das muss ich nochmal angewöhnen. Im Stream Setup zu ausblenden. Dein. Ah, nein, 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 zurück. Komm. Weil ich sehe, du hast ja RCC Drive laufen und da kannst du eine schöne Einstellung machen, dann geht es automatisch. Brauchst auch nichts selber drücken. Bei RCC Drive? Mhm. Kann auch sein, dass er gerade auf Toilette ist. Nee, nee, der verschiebt gerade. Bitte? Ah, ich hab den Anfang nicht gehört, nee. Sagt er gerade. Ja, dann sag oder, du. Ja, sag du. Du musst gucken, dass du im Stream halt dein Setup nicht zeigst. Und da du ATC Drive benutzt, kannst du da machen, dass du eine Setup-Szene drauflegst. Dann macht das Drive automatisch, sobald du ins Setup gehst. Okay. Ja, das müsst ihr mir mal zeigen, dann weiß ich nicht, wie das geht. Ja. Weil das nämlich ärgerlich ist, gerade wenn du gekaufte Setups bzw. selbstgemachte, da gibt es nämlich welche, die klauen das. Mhm. Muss ja nicht sein, ne? Nö, nee, klar. Stell dir mal vor, dann war da Andrew Setups oder der nicht ganz fein sauberlich wie an den Dämpfern rumgeschraubt hat und dann, Mobst dann einer. Plötzlich verkauft Rennwelten deine Setup. Ja, genau. Und stehst da und denkst nur, what the fuck? Das kenn ich genau. Gar nicht mehr. Ach ja, 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 da, 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 da. Du hast im Stream die doppelte Karte drin. Mhm. Recken, Layout. Da ist der Stream. Randa. Lass mal ran, der denn sie will ja. Mahlzeit. Ich hab extra für heute Moritz Flieger geholt. Dexter Jones ist aufgehoben. Mhm. Hab ich eigentlich halt aufgestaut und jetzt, guck, der Peter hat immer auch was geschickt. Ey, die sind mich heute alle mal anschreiben. Was ist denn los? Voll der Publikumsliebling. Der echte.
Wenn wir alle im Dschungelcamp wären, würde Jerome gewinnen. Ist voll der Publikumsliebling. Ja. Ja, die wollen mich leiden sehen. Die wollen die Kakerlake in meinem Mund sehen. Heißt nee. Ja nur nicht Dschungelcamp, sondern Nordschleifencamp, ne? Da würde ich mitmachen. Und ich weiß, mich dort zu versorgen. Ich weiß, wo es Bier gibt. Ich kenne die ganzen Wege. Ich weiß, wo die Rennleitung sitzt. Ja. Muss ich mir mal vorstellen, das Nordschleifencamp. Keine Ahnung, statt von Liane zu Liane schwingen, ist da dann so Flaschen öffnen und so ein Zeug. Zelt aufbauen. Steaks wenden. Na Luca, dann viel Erfolg, viel Glück in der ersten Runde. Genau. Schönes Rennen, wir beide kommen gut durch. Ob sterben oder verderben, ne? Eier, wir brauchen Eier. Genau, Eier brauchen wir. Pokal oder Hospital? Ja. Ach, der Sauer, den kennen wir sogar. Mhm. Den haben wir gefightet, Kirami. Jo. Stimmt. Der never stinkend sauer. Genau, da war ich sauer. Oh, über diese Wortspiele. Ah, dieses scheiß Feuerzeug. Ja, war auch richtig gut, ja. Das war so gut. Oh.
Thank you.
Luca, Box, komm nach der Runde rein. Soll ich gar nicht. Weil läuft gleich auf die Backmarke auf und dann dauert kostet das ganz viel Zeit. Der ist weg. Radio check. Copy. Okay. Weil keine Ahnung, also wenn der jetzt selber reingeht, würde ich noch draußen bleiben. Aber andersrum würde ich jetzt gleich reingehen. Boah, aber der warpt! Ja, yeah, der warpt ohne Ende. Wie sieht das mit den Reifen aus? Kommst du da noch mit klar? Ja. Ich will halt eigentlich wissen, wie er die Boxeneinfahrt fährt. Nämlich im Zweifel, ne? Weil Weaving hat er gerade schon gemacht. Ja. Ich würde sonst. Ah, ich weiß nicht, also wenn die Reifen noch gut sind, ich würde es wechseln lassen. Ja, ja, ich wechseln sowieso. Ja. Nein, der Lars meinte nicht wechseln. Und dann sparst du dir die 5 Sekunden. Ja, genau, also kein Reifenwechsel. Oh, der war ein Cut. Ja, ja. Aber von dem da vorne auch. Ich fahr rein, fahr die richtig und im Zweifel report ich den. Fertig, oder? Naja, würde ich machen. Ja. Okay. Weil der wird das Boxenfenster vorher ausfahren. Wie gesagt, überleg dir, ob du auf die 5 Sekunden oder ob du mit den Reifen noch hinkommst. Weil du bist definitiv schneller als der Vordermann. Box. Ich lasse sie drauf. Ich mache neue drauf. Wenn der seine drauf lässt, hole ich den so oder so ein. Mhm. Ja, musst du selber wissen, wie gesagt, weil du bist der da fährt. Ne? Wenn du es kannst. Mach neu. Wenn nicht, dann nicht. Der muss jetzt die müssen alle vor dir noch in die Box. Das Backmarker. Ja, hoffentlich hält der nicht rein. Finger weg.
Ja, das ist ja meine. Das wär ich, scheiße gewesen. Super Kau. Na, guck. Der verschwindet schon im Rücklicht. Im Rückspiegel. Rücklicht. Im Mondschein des Rücklichtes verschwand. Genau, genau. Schön entspannt jetzt deine Runden drehen, wieder in dein Tempo reinkommen und dann. Ah, den hast du gleich. Alle vor ihm noch in die Box. Schade. Egal. Der hat keinen Reifenwechsel gemacht. Vor ihm. Ja, dann hat er ihn so oder so. Meine Güte. Der kassiert den gleich. Purple. Junge, du bist doch gaskrank, echt. Nee, doch nicht. Nein. Gaskrank ist er trotzdem, aber. Guck, in Drive spinnt das Delta auch. Sehe ich gerade.
kommt der da durch? Also da wäre es normalerweise so eingeplankt. Luca, versuch beim nächsten Mal von rechts heranzusetzen. Ob du da von innen rankommst irgendwie. Weil von außen hast du da keine Schnitte. Das Problem ist, dass er mir jedes Mal vor die Karre fährt. Egal, wo ich das probiere. Wenn keine sauber, oder was heißt sauber, ist also sauber ist das schon, aber hart. Oh, der Backmarker, der denkt immer nach.
Ja, der wird auch reporten. Das war moving under breaking, ganz klar. Ja. Das war sowas von moving under breaking. Du warst schon neben dem. Das Ding ist durch. Boah. Ja.
Haben wir. Ganz entspannt. Glückwunsch und Sieg. Dankeschön. Glückwunsch, ganz stark gefahren. Glückwunsch. Danke. Richtig gut. Sauber gefahren. Maschine. Wiederholung auf jeden Fall speichern. Mhm. Er wird dich definitiv reporten. Ja, ja, soll er machen. Dann report ich ihn für alles andere, was er gemacht hat. Dann im Zweifel komme ich dann als Dritter ins Ziel, aber ey. Wenn die wirklich meinen, dass das mein Ding war. Ich würde ihn schon von vornherein für Moving and Breaking reporten. Ja. Muss ich auch machen. Mit der Aktion oder mit den anderen? Mit der Aktion, ja. Mit der letzten. Ja. Ja, der ist ja schon so oft so knapp reingezogen. Ja, ja. Dass du voll in die Eisen musstest. Dass die beide Visionen haben, ne? Mhm. Ah, schön. Aber wir sind auch echt stramme Zeiten gefahren, Alter, schon ja, gut ab. Also echt die, stark. Die fahr ich nicht. Keine Fehler drin gehabt. Super Rennen. Ich hatte im Quali noch 13, dann hätten wir hier gar nicht erst wäre ich gar nicht erst in dieses Problem gekommen. Hätte ich das durchgekriegt, aber gut. Was ist der immer? Wäre sonst zu einfach. Kannst du ja auch angucken, wer in die Box gefahren ist. Ja, das wäre jetzt das nächste gewesen, ja. Ah? Ah? Sieh an, sieh an. Kein Wunder, dass er vor mir war. Ja, allerdings. Da wird mal auf die gelbe Linie einfach mal geschissen. Ja. Wenn da eine Nachricht kommt, wird das auch direkt mal da reingeschrieben. Dann kann er sich das nochmal überlegen. Männers? Ich bin raus, Jo, Jonas, komm gut liegen und liegen. Schlaf dich mal aus, damit du mal wach bist. Ja, ich kenne dich gar nicht mehr wach. Spätestens morgen. Ich kenne dich gar nicht mehr wach. Nee. Gut, haut rein. Jo, bis morgen. Tschö. Thank you.
Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Tschüss.